Die Lage des südasiatischen Genting-Konzerns, der in Wismar, Rostock und Stralsund die drei MV-Werften betreibt, wird immer dramatischer. Laut Ostsee-Zeitung vom 21. August ist das Unternehmen in Zahlungsschwierigkeiten und kann Gläubiger nicht mehr bedienen. Die Schulden belaufen sich auf mehr als 3 Milliarden Euro. Genting ist im Kreuzfahrt- und im Glücksspielgeschäft aktiv, Branchen, die durch die Corona-Pandemie besonders betroffen sind. In Wismar, Stralsund und Rostock sind die Werften seit März in Kurzarbeit. Ein Ende ist bisher nicht abzusehen. Land und Bund haben Unterstützung signalisiert. Diese ist aber auch von der Beteiligung von Banken und der Genting-Gruppe selbst abhängig. Die Unsicherheit auf den Werftenstandorten ist mit den jüngsten Meldungen weiter gewachsen.